Genau 3 Monate vor Beginn der Olympischen Spiele in Peking hat die Fackel den höchsten Punkt der Erde erreicht. Bergsteiger trugen die Flamme vor wenigen Stunden auf den 8.848 Meter hohen Mount Everest. Das Feuer wurde in einer Laterne auf den Berg gebracht. Die spezielle Fackel, die auch bei Wind und wenig Sauerstoff brennt, wurde erst kurz unterhalb des Gipfels entzündet. Schlechtes Wetter hatte den Aufstieg immer wieder verzögert. Exil-Tibeter kritisieren die Aktion, weil sie darin eine Demonstration des chinesischen Machtanspruchs auf Tibet sehen.